Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu den Nerds. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, wir müssen Dome dazu bringen, Foren zu provozieren. Warum macht er? Weißt du was, du machst das jetzt. Du machst jetzt was ganz anderes. Jenny nicht. Du schlägst jetzt den kleinen Jungen. Los, geht den Jungen schlagen. Sauber. Wunderbar, okay. Über Outfit spotten. Gemein. Mutter sei ein Lama, das passt. Verspotten. Ja, das tut doch gut hier. Anbrüllen. Erschrecken. Hat er nicht versucht. Bin nicht ge. Ausschimpfen. Anbrüllen. Mutti beleidigen. Verspotten. Okay, das zählt aber nicht hier, ne? Irgendwie. Okay. Ja, jetzt hast du ein kleines Kind beleidigt, verarscht und was weiß ich was, aber hat nicht gezählt. Daher, ja, in Foren provozieren. So, und was haben wir jetzt heute verdient? Richtig viel habe ich, glaube ich, gesehen. Das weg, das weg. Mariandos 624, Jenny 864. 624, 584. Okay, also Bracalone muss noch ein bisschen hier, was ist hier los, hä? Bracalone, was soll denn der Quatsch hier? Wird schnell zu viel mit meiner Fra flirte, ne? Hier, programmieren. Handy-App programmieren. Mach mal hier. Flirt nicht so viel mit meiner Frau. Apropos meine Frau, was sind das für komische Bewegungen? Komm, ist sein Thunfischauflauf. Iss ihn. Dafür, dass du hier mit Bracalone rumflirtest. So, Alex ist arbeiten. Und was macht er hier? Er geht an den PC. Jetzt mal aus reinem Interesse spiel mal Klavier. Einfach mal so. Ist das jetzt anders da? Also der kann das besser als die Dame, die bei Mariandos und Jennys Hochzeit gespielt hat. Da kommt wenigstens Sound raus. Richtig schön. Wunderbar. So, Jenny, was machst du gerade? Das kann ich auch noch spülen. So, dann gehst du mal auf die Toilette. Ja, und dann gehst du trainieren. Wie, du gehst schon schlafen, ne? Bist müde, ha? Huh? Unser Zimmer, ich finde unser Zimmer richtig schön. Also es ist sehr schön geworden, im Gegensatz zu dem schlichten, was vorher drin war. Richtig schön angenehm. So, was ist mit dir, Dome? Du musst arbeiten. Dann geh mal arbeiten. Und du hast abgeschlossen. Wunderbar. Vielleicht klappt das ja, dass wir, weißt du was? Darum würde ich sagen, fleißig beim Boss einschleimen. Komm, das muss doch. Das muss doch förmlich,
Beförderung dann geben. Wie weit ist er hier? 1,5. So, Mariandos, der müsste eigentlich auch noch programmieren, ne? Der Sack geht jetzt einfach schlafen, dabei müsste er programmieren, komm. Ja, mach doch mal hier programmieren, Handy-App weiter programmieren. Er programmiert noch die Handy-App. Okay, ist fast fertig. Was macht er hier? Spielen. Du gehst hin und tust jetzt programmieren. Ich will, dass hier wenigstens die Handy-Apps fertig sind. Ist ja furchtbar. Ja, du brauchst eigentlich, ja, komm, Spielklavier so viel du willst, das passt schon. 133, Alex kommt nach Hause und irgendwie ist er der schlechteste Verdiener hier. Gut, was macht er? Oh, er geht, bevor er ins Bett geht, geht er nochmal trainieren hier. So, sie hier ist Level up, gut. Trainieren bis an die Grenzen hier. Alex Stufe 2 schon. Möchte ein bisschen quatschen und stinkt. Dome, Scham, ist wunderbar. Zeig mal, hat das die Arbeitsleistung? Nee, hat die Arbeitsleistung nicht verbessert, dann tut er fleißig arbeiten. Gut gelaunt zur Arbeit gehen, Tagesaufgabe erledigen, gute Beziehungen mit Kollegen unterhalten. Okay, ja gut, dann hier Verbindungen knüpfen. Dann erhöhen wir mal die Arbeitsleistung dadurch. Was ist hier? Gute Beziehungen mit Kollegen. Ah, okay. Verstehe, verstehe, verstehe. Nee, nee, komm, komm, hier, noch ein bisschen. So, schweißfreies Laufen. Sehr schön. Hast du eigentlich, darf ich jetzt mal ganz kurz, muss ich jetzt mal gucken, Merkmale, Spatzkanone, gut hat er. Sehr schön. So, was ist mit dir? Musik hören müsstest du, dann gehst du trotzdem erstmal duschen. Ja, erstmal duschen. Das brauchst du jetzt nicht mehr machen. Doma hat Doma auf der Arbeit getroffen. Also ganz ehrlich. Wahnsinn. Also das Spiel macht mich fertig, ne? Kann ich dann Doma auch einladen zum Kaffee trinken? So, ja gut, was ich auch noch machen wollte, wenn wir jetzt schon so schön hier, kann ich, wenn ich jetzt hingehe und mach so und so und gehe jetzt hierhin zurück. Blues genießen. Keine Ahnung, ist das jetzt einschalten? Sind es jetzt irgendwie andere? Ich weiß es nicht. Okay. Naja, gut. Komm, schreib mal ein paar Witze. Du bist noch gut drauf hier. Das ist abgeschlossen, dann kannst du eigentlich hier mal aufhören, kannst auf die Toilette und was essen. Erik, komm, du stinkst ja schon zum Himmel. Duschen, essen. Weißt du was? Toilette, essen. Die Toilette darf er jetzt essen. So, Mariandos, ui. Okay, komm. Das, das. Dann lassen wir es mal. So, du gehst jetzt aufs Klo und danach gehst du duschen. Du sollst was essen. So, der duscht. Mariandos, wie sieht's bei dir aus? Wie gesagt, du sollst erst was essen. Nicht schlafen, erst essen. So, du bist noch. Was denn los? Was ist da? Oh. Oh.
Alex? Nein. Du sollst logischerweise auch essen, was du kochst. Wie doof ist denn das eigentlich? Der ist dumm. Sorry, aber das war absolut bescheuert. So, Brakalone. Oh mein Gott, Brakalone! Brakalone! Geh schnell pinkeln! Schnell! Okay, komm, wir müssen es ersetzen. Der Kühlschrank ist kaputt, kann nicht so weitergehen. So. Alter, Mariandos, willst du mich echt essen? Da musst du, alles musst du selbst machen. So, du spielst jetzt nochmal ganz kurz, dass du wenigstens ein bisschen was hast. Du hörst einfach auf mit allem. Hör einfach auf. Geh schlafen. So, du. Ihr könnt jetzt einfach mal essen. Dom ist zu Hause. Und Dome, hast du Dome mitgebracht? Weil du kennst ja jetzt Dome, ne? So. Domino, ne? So, dann hier, er hier. Ja, hier geht schlafen. Jetzt darfst du schlafen gehen, genau. Du darfst dann auch schlafen gehen. Dumme, du gehst was essen und danach schlafen. Ne, warte mal. Geh erst essen. Erst mal essen. Jetzt läuft der nur noch hier rum, oder was? Na, egal. Brakalone, darfst aufhören. Und darfst auch was essen. Oh, Leute, ihr benehmt euch als, ne? Gott allein, Jungs, 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 Jungs. Ich glaube, ich schicke die alle auf den Kochkurs. Aber wenigstens macht er sich einen Salat zum Abend, ne? Also zum Morgen, ne? Eigentlich schon scheiße. Ich sehe es eben gerade. Schnell geh schlafen. Das wird eine sehr unentspannte Nacht. Schlafen? Ich habe wieder 8 bekommen, ich weiß nicht warum. Ach so. Naja, gut. So, Jenny, du machst jetzt, du musst, du kriegst das hin. Du machst jetzt erstmal hier sauber. Schmeißen wir das hier weg. Und machst erstmal richtig schön Pfannkuchen. Pfannkuchen zum Frühstück. Nur es macht Pfannkuchen zum Frühstück. So, richtig schöne Pfannkuchen. So, das hast du wunderschön, hast du das gemacht. Das ist schon gemein, ne? Brakalone hat Hunger. Jenny setzt sich bei Brakalone ins Zimmer. Lässt ihn den Geruch der köstlichen Pfannkuchen riechen. Brakalone, du verschläfst deine Arbeit. Du bist arbeiten, du musst nicht arbeiten, du musst auch noch nicht arbeiten, er ist arbeiten, er muss arbeiten. Ich verstehe nicht ganz, warum das hier jetzt. Ich meine, da steht ein Tisch. Da stehen Stühle. Ich brauche das nicht zu erklären, ne? Also eigentlich in den Kühlschrank. Naja. Sie wollte wohl mit Brakalone im Schlaf reden. Das ist das, du musst da nicht arbeiten. Du musst auch noch nicht ab. Oh, du hast frei. Und. Oh, 73 hat das jetzt wieder gebracht. Sehr schön. Gemeine Interaktion. Du kannst so ein bisschen schlafen gehen, ne? Wo bist du denn eigentlich? Da oben. So. Du kannst aufs Klo gehen. Hallo, wie klatscht der denn bitteschön mein...
Wieso? Junge, willst du Schläge oder was? Brunch servieren. Ja, Amarita. Oh, habe ich heute auch gegessen, Amarita. Oh, geil. Mein Vater gemacht. Ich liebe es. Wow, der muss richtig böse sein gerade. Keine Ahnung warum. Puff, 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 Pampini. ich weiß nicht, vielleicht kennen das ja gar nicht so viele. Arme Ritter? Schon mal Arme Ritter gegessen oder gehört? Ist ganz lecker, muss ich sagen. Arme Ritter ist Brötchen, das weicht man, kann man über die Nacht in Milch einweichen, dass die am nächsten Tag halt schön durchgezogen sind. Das sah eben richtig heiß aus. Und dann werden die mit Zimt und Zucker paniert, werden in den Backofen reingesteckt. Serviert kann man mit deftigem oder mit süßem servieren. Also normalerweise macht man Vanillesoße dazu, aber man kann es auch jetzt zur Kartoffelsuppe zum Beispiel dazu essen. Richtig lecker. Ich kann es nur empfehlen. Also richtig leckeres Zeug. Sie macht es jetzt in der Bratpfanne, kann man auch machen, aber wenn man da nur eins oder zwei macht, ist das ja auch unnötig, in den Backofen zu schieben. So. Genau, ihr könnt euch mal küssen und weißt du was? Weißt du, was du jetzt machen wirst? Eine Folgenpause. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, tschüss.